und willkommen zu meinem Häkelkanal. Heute ein ganz kleines Projekt für euch. Ein kleines Projekt, das aber seine Geschichte hat. Ursprünglich wollte ich die Reste von dieser Wolle da benutzen und etwas in Zusammenhang mit diesem Projekt da häkeln, ein Dreiecktuch. Und gleichzeitig hatte ich die Idee, wie kann man einen Zopf zwischen zwei Teile machen. Und das ist daraus geworden. Ein Stirnband. Super einfach, super schnell gemacht, ist auch unisex und da ist unser Zopf. Na, das hat mich ja so begeistert, dass ich andere davon gemacht habe. Erstmal eine andere und dabei dachte ich an meinen Mann, er liebt das Grüne und da es ist, ich habe es probiert mit einer anderen Wolle. Und dann kam meine Tochter vorbei und sagte, oh Mama, ich will auch eine haben. Sie hat ihre Farbe gewählt. Und sie wollte diese Farbe haben. Moment, da ist es ja. Schwarz und blau. Sie liebt diese Farbe heutzutage. Und dann guckte auch mein Papa vorbei und sagte, oh, könntest du mich auch eine häkeln? Na klar, aber du musst deine Farbe wählen. Und er hat diese Farbe gewählt. Und das passt ihm eigentlich sehr gut. Und das ist alles daraus geworden. Daraufhin konnte mich keiner mehr bremsen und dann habe ich die Reste geguckt von meiner Wolle und habe ich dann diese hier geäckelt für mich. Na, ich finde es auch sehr schön. Eine andere Idee ist, dass zum Beispiel du äckelst ein Stirnband an der Farbe von deinem Sportclub oder der Sportclub dein Mann oder deine Kinder oder da, wo sie begeistert sind im Fußball. Und dann haben sie schon ein warmes Stirn und können auch ihr Lieblingsclub anfeuern. Na dann, ein kleines Wort über das Material und dann zeige ich dir, wie das funktioniert. Du wirst sehen, du wirst auch ganz begeistert sein. Bis denn! Ja, die Wolle. Alles ist erlaubt. Hauptsache hast du zwei Farben von der gleichen Wolle. Und für diese Wolle hier und so ein Stirnband, also brauchst du ca. 30 Gramm. Resten sind also genug. Die Farbe, das ist deine Auswahl. Du wählst ein starkes Tuch. Aber zum Beispiel hier lila und grün passt gut zusammen. Oder ja, lila und orange. Hier der Klassiker, grau und rosa, das wirkt ja ruhig. Für die Leute, die Fahrrad fahren, man kann Neonwolle benutzen, diese mit Schwarz zum Beispiel. Passt gut. Oder direkt zweimal Neon, Orange und Gelb. Ja, Schwarz-Weiß ist auch okay und auch modisch heutzutage. Ja, diese Wolle hier, die hat eine Lauflänge von 50 Gramm für 133 Meter. Und ich habe, die muss ein bisschen dick sein, ne? Nicht zu dünn. Und ich habe eine Häkelnadel Nummer 5 benutzt. Dann können wir anfangen. Geht los! Erstmal misst du deinen Kopfumfang und dann häkelst du eine Kette von Luftmaschen, eine gerade Anzahl an Luftmaschen. 2, 3, 4, 5, 6. So weit, bis die Kette die Länge von deinem Kopfumfang hat, wenn du auf der Kette ziehst. Und dann hast du eben die Länge, die du brauchst. Bei mir und dieser Wolle sind das 64 Luftmaschen. Wir markieren diese Masche und häkeln noch zwei dazu. Dann haben wir einen Ersatz für ein Stäbchen. Stäbchen vorbereiten, in der markierte Masche reinstechen und ein Stäbchen häkeln. Und dann häkeln wir überall Stäbchen bis am Ende der Kette. Jetzt können wir den Kreis schließen und zwar ohne, dass man die Naht sieht. So geht das. Wir stechen nicht von oben, sondern von
unten zwischen den zwei Stäbchen. Da. Und häkeln da eine Kettmasche. Dann zwei Luftmaschen hoch. Und wir wollen mit Stäbchen arbeiten und das zweite Stäbchen wird von unten auch angefasst. Stäbchen vorbereiten, unten reinstechen, um das Stäbchen rum, Faden holen, Umschlag und Stäbchen häkeln. Nächstes Stäbchen von oben. Stäbchen vorbereiten, in erste Loch reinstechen, zurückkommen um das Stäbchen rum, Faden holen, Umschlag, Stäbchen häkeln. Nächste von unten, um das Stäbchen rum, Faden holen, Umschlag, Stäbchen häkeln. Nächste von oben, um das Stäbchen rum, Faden holen, Umschlag, Stäbchen häkeln. Ein letztes Mal zusammen, Stäbchen vorbereiten, von unten reinstechen, um das Stäbchen rum, Faden holen, Umschlag, Stäbchen häkeln. Und so machen wir weiter. Von oben, von unten, von oben, von unten, bis dass wir hier zurück sind. Ja, wir sind soweit. Wir haben hier noch eine Masche. Sie muss von unten gestochen werden und das Stäbchen häkeln. Jetzt können wir den Übergang zusammen machen und dafür stechen wir immer von unten. Holen den Faden, häkeln eine Kettmasche. So ist es dann unsichtbar nachher. Zwei Luftmaschen hoch und ganz genau die gleiche Reihe häkeln. Im Reliefstäbchen. Wir fangen hier von unten reinstechen. Stäbchen häkeln. Die nächste von oben. Von unten. Ja, und so weiter und so fort, bis dass wir wieder da sind. Ja, wir sind angekommen, ist noch hier eine Masche von unten anfassen und Stäbchen häkeln und die Runde schließen mit einer Kettmasche, aber wir stechen von unten an. Und jetzt wird es ganz spannend. Wie entsteht dieser Zopf zwischen den zwei Farben? Es geht erstmal so. Eine Kettmasche und der Faden ziehen. So, der hat ungefähr zwei Finger breit. Ja? Und dann stechen wir ganz normal wie vorher. Hier rum. Faden holen. Haben wir. Und eine Luftmasche sozusagen. Faden ziehen auf der gleichen Länge. Du wirst sehen, das gibt sich von selbst. Nochmal um die Masche rum, diesmal von oben. Faden holen. So was wie eine Luftmasche machen. Faden ziehen. Nochmal. Um das Stäbchen rum, Faden holen und sowas wie eine Luftmasche ziehen. Das wiederholen wir. So, und wenn so viele Feen auf der Nadel sind, dann lassen wir die los, die gehen nicht weg, und nehmen wir nur die zwei letzte und fangen wieder an.
ist, dass wir wieder da am Anfang der Reihe sind. So, letzte Masche von unten. Fahren holen. Und diese Luftmasche langziehen. Und das war's dann. Das erste Teil ist fertig. Fahren kann abgeschnitten werden. Sieht ein bisschen aus wie ein Riesenwirrwarr, aber du wirst es sehen, das ist es nicht. Das hat alles richtig seine Ordnung da drin. Dann häkeln wir ein zweites Stück, ganz genau das gleiche in der Kontrafarbe, und die werden wir zusammenbringen. Wir passen auf, hier, das ist das Anfang und das ist das Anfang, die sind dann gegenüber. Und so geht das. Wir nehmen immer zwei Schlaufen, ein und zwei. Und die zwei Schlaufen gegenüber. Ein und zwei. Und dann gehen wir hier durch. Dann wieder die gelbe. Eine Schlaufe, zwei Schlaufe. Durch die blaue. Die blauen. Eine Schlaufe, zwei Schlaufen. Durch die gelbe. Gucken wir von näher. Hier sind wir ja. Also jetzt die erste gelbe Schlaufe und die zweite gelbe Schlaufe. Alle beide durch die blaue Schlaufe. Jetzt blau. Die erste blaue. Die zweite blaue. Durch die gelbe Schlaufe. Jetzt gelb. Die erste gelbe. Die zweite gelbe. Durch die blaue. Noch einmal zusammen. Die erste blaue, die zweite blaue, durch die gelbe. Und das machen wir ganz rumrum. Ja, und so sieht es dann aus. Na, nur noch die Feen reinstopfen, so dass hier der Übergang schön aussieht. Und jetzt ist unser Stirnband soweit. Wir können es anziehen. Du wirst sehen, es ist recht elastisch. Ja, und wenn du damit anfängst, dann kannst du ja gar nicht mehr aufhören und wirst du welche für die ganze Familie häkeln. Ja, wenn meine Arbeit dir gefällt, dann gib mir ein Like, abonniere und wir sehen uns regelmäßig für neue Häkel-Videos. Tschüssi!